Nett, aber nein, Oliver Kahn kriegt die Kugel von Kufur. Ein Kapitän muss auch mal ein Tor machen. In der Nationalelf war es ein Eigentor des Kapitäns. Und jetzt Kahn, Biblitzer und der Pfosten sind dagegen. Olli Reck hatte es ja vorgemacht, aber Kahn blieb auch im 360. Bundesligaspiel ohne Tor. Egal. Ja, ich habe immer gesagt, ich wollte noch ein Tor machen, aber das ist immer blöd, wenn in der Statistik da steht 500, was weiß ich, wie viel Bundesligaspiel und Tore 0. Das ist schon ein bisschen, vielleicht gelingt mir es noch, also ich hoffe es. Das wäre eigentlich noch ein sportliches Ziel. Wen müssen Sie verdrängen beim Elfmeterschießen? Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Elfmeter so sinnvoll ist, weil da habe ich schon mal gnadenlos versagt beim, glaube ich, gegen Cottbus war das mal, beim Stand von 5 oder 5-0 für uns. Ich glaube, Piplitzer hat dann gehalten und habe dann böse Kritik einstecken müssen hier auch von den Mannschaftskollegen. Also wie gesagt, da bin ich nicht so ein Freund von, aber vielleicht schieße ich ja mal einen Freistoß oder so. Haben Sie deshalb auch geübt im Trainingslager? Nee, das habe ich immer mal schon. Das habe ich immer mal schon trainiert, aber es ist ja so, jede Mannschaft hat ja ihre Experten und ihre Schützen, die das viel, viel besser können als ich.